Der Krimi um die Weltgesundheitsorganisation. Norbert Nelte für die Basel-Demokratische Räterepublik. Die Weltgesundheitsorganisation ist die Koordinierungsbehörde der Vereinten Nationen für das öffentliche Gesundheitswesen. Sie hat 194 Mitgliedstaaten mit Sitz in Genf. Im Zuge der Neoliberalisierung wurde 2001 der Beitrag der Staaten auf ein Minimum von 15% zurückgefahren. 85% zahlen die Pharmakonzerne und die Stiftungen, wobei die größte Stiftung die von Melinda und Bill Gates ist, so dass Transparency International es kritisiert, dass die WHO ab 2001 in die Arme der Industrie getrieben wurde. Medico International fordert, die WHO zu demokratisieren. Der britische Labour-Abgeordnete Paul Finn, der 2010 die Untersuchung im Europarat gegen die WHO geleitet hatte, kritisiert die WHO wie folgt: Meiner Meinung nach ist sie, die WHO, auch heute noch exzessiv beeinflusst von der Pharmaindustrie, die sehr geschickt bei der Manipulation von Gesundheitsausgaben vorgeht, zugunsten eigener finanzieller Interessen. Das WHO-Projekt allein, die globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung, Global Alliance for Vaccines and Immunization, GAVI, welche zu 75% 750 Millionen Dollar von der Bill und Melinda Gates Foundation finanziert hat. Der Stiftung wird vorgeworfen, dass sie gezielt Maßnahmen von Firmen propagiere und unterstütze, deren Aktien sie hält. Das Budget der Weltgesundheitsorganisation speist sich zu über 11% aus Spenden der Stiftung, so dass diese auf die Politik der WHO großen Einfluss ausübt. Keine Regierung zahlt so viel Geld an die WHO wie die Gates-Stiftung. So empfiehlt die Gates-Stiftung die Vergabe von Aufträgen der WHO an Konzerne wie MSD, GlaxoSmithKline, Novartis und Pfizer, deren Aktien von der Stiftung gehalten werden. Zitat Ende. Nicht extra bezeichnete Zitate, alle von Wikipedia. Link 1. Seit 2001 nun wird von der WHO ein Schurkenstück nach dem anderen aufgeführt. 2005 die Vogelgrippe. Die WHO stand und steht wegen ihres Verhaltens bei der Pandemiebekämpfung in der Kritik. Sie wurde nach dem Auftreten des H5N1-Virus, sogenannte Vogelgrippe, im Mai 2005 aufgrund der Warnung des damaligen Impfdirektors Klaus Stöhr vor einer möglichen weltweiten Grippeepidemie bis zu 7 Millionen Tote, hat er gesagt. Von der Regierung für Millionen Grippemittel Tamiflu und Radenza angeschafft. Zwar verbreitete sich der Virus weltweit, jedoch kam es nur selten zur Erkrankung bei Menschen, so dass weltweit nur
152 Menschen an der Vogelgrippe H5N1 verstarben. Weit weniger als bei einer saisonalen Grippe. 2007 wechselte Klaus Dörr von der WHO zum Pharmakonzern Novartis. Bei der Vogelgrippe erlebten wir schon die früheren Impfkampagnen und die ersten Warnungen davor von den kritischen Ärzten, weil der Impfstoff nicht gründlich getestet wurde und Impfverstärker Adjuvantien wie Squalen und Quecksilber enthalten. Besonders für Kinder gefährlich, bei denen dann oft Autismus auftritt. Auch der Berufsverband der Umweltmediziner, BBU, bescheinigt, Zitat, Squalen würden der Entstehung eines Golden Barré-Syndroms gewährt und gilt heute 2005 als der Auslöser des Golfkriegssyndroms gewährt. In Tierversuchen hat Squalen das Krankheitsbild einer rheumatoiden Arthritis ausgelöst. Die Auslieferung des Impfstoffes in Mehrfachampullen ist obsolet. Veraltete Produktion. In Einzeldosenampullen wären wechselbehaltige Konservierungsstoffe wie das in Pandemrix haltender Thiomersal überflüssig. Auch Quecksilber löst erwiesenermaßen Autoimmunkrankheiten aus. Zitat Ende. 30.04.2009 Norbert Milte. Seitdem gegen die Schweinegrippe geimpft wird, steigen die Todesraten. Link 2. Das Original vom DBU ist im Internet leider verschwunden. Dennoch gab es bei der WHO noch genug solche, denn der nächste Streich erfolgt zugleich. 2009, die Schweinegrippe. Zitat, nach dem Auftreten des A1N1-Virus. Schweinegrippe erhöhte die WHO mit der Verbreitung der Krankheit die Epidemiewarnstufe schrittweise bis zur höchsten Stufe 6, Pandemie. Die Regierungen bestellten daraufhin Impfstoffe und Grippemittel. Deutschland allein für 450 Millionen Euro. Kritik entstand dabei vor allem, weil die Direktorin der WHO-Impfabteilung Marie-Paul Kenny vor ihrer Tätigkeit bei der WHO beim französischen Pharmaunternehmen Transgen SA beschäftigt war. Transgen heißt gleich gentechnisch ernährt. Dass strategische Partnerschaften zur Impfstoffherstellung mit dem Schweizer Pharmakonzern La Roche unterhält. Der Europarat ging dem Verdacht nach, dass ein Zusammenspiel zwischen WHO und der Pharmaindustrie gab. Zitat Ende. Zum Schluss stellt sich die ganze Schweinegrippe als Fake heraus. Da war nichts. In Deutschland gab es bis April 2010 nur 253 Tote, also nur Wind und fette Profite für die Pharmaindustrie. Dank der WHO, Professor Schusodowski aus Kanada beschreibt, dass in den Vereinigten Staaten die Arbeitgeber mit Kündigung drohen, falls die Arbeiter
sich nicht impfen lassen. In Schulen werden die Kinder geimpft, auch gegen den ausdrücklichen Willen der Eltern. Nun ging man gleich in den USA eine Stufe weiter und verordnete eine Zwangsimpfung. In Deutschland aber war man skeptischer und es ließen sich erst 15% impfen. Aber in den Schulen machte man das auch zum Zwang. Corona. Deutsche Wirtschaftsnachrichten. 24.03.2020. Bill Gates warnt seit 2010 vor einer globalen Pandemie und bereitet sich seit langem geschäftlich darauf vor. Gleichzeitig kontrolliert er die Weltgesundheitsorganisation finanziell und fordert seit Jahren Impfprogramm. Link 3. Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac, an dem auch Trump und Bill Gates beteiligt sind bei einer Impfung schon nah dran. Wir wünschen Ihnen eine goldene Nase. Wirtschaftswoche, Zitat: Bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes zeigt sich der amtierende Chef von CureVac optimistisch. Noch 2020 könnte eine große Studie starten, in deren Rahmen Zehntausende den Impfstoff dann bereits erhalten könnten. Zitat Ende. Link 4.